Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich mache jetzt nur kurz den Vorspann, dass das Zeichen, das Signalzeichen von unserem Stadtherold Klaus Wolwert mit einem Böllerschuss den heutigen Vormittag eröffnet. Ich bitte jetzt Klaus Wolwert, den ich hiermit zum Stadtherold erküre, um den Fanfarenschluss. So, das war der berühmte Gerolsteiner Kanonenschlag. Gerolsteiner Blatt, Killer Hop, Killer Raff. Und so hat er auch geschossen. Einmal nach Osten und einmal nach Westen. Bitte jetzt Herrn Habe Thomi zu seinem Blasorchester vor. Meine lieben Gäste, leider ist es so, dass wir noch ein paar Minuten warten, aber ich denke schon, die Frau Ministerin wird sehr pünktlich sein. Und ich sehe Sie winken. Mit diesen beiden. Der neue Kurpark mit seiner Gestaltung offiziell eröffnet.
Das Thema dieser Neugestaltung ist natürlich Wasser. Alles ist durch das Wasser entsprungen. Alles wird durch das Wasser erhalten. Das sagte Goethe schon im Faust II unter Thales. Wasser als Element des Lebens, aber auch als Element der Gefahr. Gefahr dann, wenn zu viel Wasser nicht rechtzeitig abgeführt werden kann und es sich staut und Land und Leute und Häuser überschwemmen kann. Stehendes und fließendes Wasser. Wasser hat seit der Beschöpfung immer die Gedanken der Menschen bewegt. Für sie alle war das Wasser der Lebensraum menschlicher Existenz. Wir in Gerolstein leben in einer ganz besonderen Beziehung zum Wasser. Zum Wasser nämlich als Lebenselixier unserer Heimat. Heute feiern wir die Eröffnung des ersten Bauabschnittes Projekt Stadt im Fluss, das in mehreren Bauabschnitten ausgeführt wird, Blau Plus gefördert wird. Zu diesem Anlass habe ich die Ehre, eine große Zahl bekannter und geschätzter Gäste heute zu begrüßen. Und wie das in Gerolstein so üblich ist, vergessen wir nicht zu schnell die Daten. Ich habe daher die Ehre, Ihnen nachträglich zu Ihrem gestrigen Geburtstag Glück und Segen auszusprechen. Herzlichen Glückwunsch! Das sind die ersten anfänglichen Gerolsteiner Korruptionsversuche. Herr Dieter Demolin, so wie den Kommandeur der Garnison, Oberstleutnant Christian Sohns. Herzlich willkommen heute bei unserer Veranstaltung. Dass die Bundeswehr ist, aber auch mit den Bürgern in Uniform von der Lissinger Höhe, von der windigen Höhe, aus der Kaserne. Und wir haben über Jahrzehnte hinaus immer eine innige Verbindung. Ich freue mich auch ganz besonders über die Anwesenheit unseres Verbandsbürgermeisters, Herr Matthias Paul. Bei Bedarf und Nachfrage einbezogen gefühlt und so sage ich auch ganz herzlichen Dank seitens der Stadt für Ihr Mitwirken. Ich begrüße auch in Vertretung von Herrn Bürgermeister Aloysius Zöntgen, Herrn Peter Martin Ruprecht und aus Hillesheim unseren Bürgermeisterfreund Herrn Matthias Stein. Herzlich willkommen, Kollegen. Ebenso begrüße ich die Herren Dr. Andreas Schüller und Frau Julia Franzen vom Geopark. Möchte ich meinen herzlichen Gruß entgegensenden. Und zwar besteht die Möglichkeit, zu einem späteren Anlass mal, dass beide einen Vortrag über die Gestehung und über den Halt des Gerolsteiner Geoparks des Vulkaneifelpark-Geopark darstellen. Nur ganz kurz erklären, die weitere Erklärung wird mir der profilierte Planer aus dem Büro Reisner in Lippich, Herr Sebastian Reisner, durchführen. Und zwar aus dem ministeriellen Entwicklungsprogramm Blau Plus wurde die Stadt Gerolstein ins Förderprogramm der Kehrnaturierung aufgenommen. Zweck der Maßnahme ist unter anderem Tensionsraumes zur Verbesserung der Die Erhöhung des Wasserabflusses und Verbesserung nicht so weit wie möglich in einen naturnahen Zustand zurückzuführen, ist die Antwort.
die Maßnahmen der Ufer im Sinne gesamtökologischer Betrachtung. Zur Betrachtung hydromorphologischer Verbesserung der Uferanschlüsse und des Lebensraums für Fische und wasserbezogenes Leben gefordert ist, wurde in diesem Falle uneingeschränkt Beachtung geschenkt. Für die Stadt Gerolstein bedeutet dieses Projekt, dass dem Ingenieur Bo Reisner-Wittlich mit einem ausgewogenen, zweckentsprechend gestalteten Entwurf für Senioren und Touristen aufbereitet werden. Die durch dieses Projekt geschaffene Verschönerung des Landschaftsbildes stellt neben dem ökologisch angestrebten Wert der Ermöglichung dieser Maßnahme das Werk guter Planung durch das Büro Reisner sowie einer qualifizierten Ausführung durch die Firma Walter und deren Mitarbeiter mit lobenswertem Einsatz, Dank und Anerkennung ausgesprochen. Den Ingenieuren und den behördlichen Verantwortlichen sowie die Mitarbeiter der hauseigenen Verwaltung, die Herren Schneider, Schegner und Büsch, die mit engagiertem Einsatz ein. Es geht darum, diese Verzahnung nochmal auszudrücken, wie der Herr Bürgermeister schon angesprochen hat, nämlich die Nähe zum Wasser, aber eben auch die Verbindung und die Notwendigkeit von natürlichen Wasserläufen nochmal zu betonen, aber eben auch die nächsten Bauabschnitte vorzubereiten. Ich war schon da beim Spatenstich im September 15 und habe natürlich auch viele Diskussionen hier erlebt, die auch im Stadtrat geführt wurden, und natürlich sind das auch wirklich große Projekte. Das Land hat dieses mit mehr als einer Million Euro bislang gefördert, der erste Bauabschnitt. Das heißt, Sie merken, was das für eine Dimension hat. Aber es geht natürlich nicht darum, dass wir hier einfach Geld ausschütten, sondern es geht wirklich um ein wichtiges Anliegen. Eine viele negative Wirkungen hatten, übrigens auch auf die Hochwassersituation. Und am Ende sind jeweils zwei Lieder, die wir als Ritual immer im Singkreis haben, als Beginn und als Ende. Und dazwischen kommen zwei Lieder, die zum Thema Wasser passen. Und bevor ich Ihnen dazu viel Spaß wünschen darf, möchten die Kinder alle noch einmal Hallo sagen. So viel Zeit muss sein. Hallo! 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 Das war unser Ritual jeden Tag im Singkreis. Daran sollten Sie auch teilnehmen können. Und jetzt das Lied Fünf kleine Fische. Fünf kleine Fische, die schwammen im Meer. Blub, 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 blub. Ich mag nicht mehr. Blub, 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 blub. Thank you.
Eine ganz besondere Zusage und Einlage, und ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank für die schönen Lieder. Und ihr wisst mir, ihr bleibt noch ein bisschen hier. Das ist ganz besonders. Ja? Ganz genau. Wie lange dauert es? 5 Minuten? Es darf auch 10 Minuten dauern. Ja, okay. Okay, also wir haben nämlich noch einen vorbereitet. Und auf der Kühe sind ja auch mal über die Enten unterwegs. Und wir haben uns gedacht, alle meine Enten mal anders. Viel Spaß. Und Frau Hörnstein hatte gestern Geburtstag. Ich dachte, wann bekommt schon mal einer ein Ständchen von solchen kompetenten Sängern, ne? Dann machen wir das mal. Bei 3. 1, 2, 3. Stadt Gerolstein gefunden, die uns alle im gemeinschaftlichen Sinne das Zusammenleben erleichtern und auch die Begegnungen. In diesem Sinne freue ich mich nicht nur über den heutigen Tag, dass Sie gekommen sind. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie sehr oft nach Gerolstein kommen oder als Gerolsteiner diese schöne Ecke hier mit Ihrer Anwesenheit beglücken und sich hier ein Stück weit erholen können oder eben mit den Nachbarn und mit der Mitbürgerin und dem Mitbürger das Gespräch. Jetzt im Abschluss der Eröffnungsfeier lade ich Sie ein zu einem warmen Essen, bestehend aus der schönen Gulaschsuppe. Also, es darf Essen gefasst werden. Es ist auch genug zum Trinken da und bitte bedienen Sie sich. Vielen Dank.